Hey, ich freue mich sehr, dich hier zu sein und heute ich möchte was mit dir teilen. Und zwar, wie du deine linke Hand optimieren kannst, um wirklich maximale Sicherheit mit der linken Hand zu bekommen, sodass du immer die richtige Töne triffst. Und dazu wirklich auch in schnelle Tempi. Dafür werde ich dir viele kleine Tipps sagen, die von dem größten Geigenlehrer weltweit empfohlen sind. Hi, mein Name ist Anton Morales, professioneller Geiger und Autor des Buches Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener. Also, das erste, um eine sichere linke Hand zu bekommen, das ist erstmal natürlich die Haltung. So, wir werden nicht alles jetzt sehen, aber ein der wichtigsten Punkte, das ist die Daumenhaltung. So, und da, wie auch viele andere Dinge, es gibt tausend Theorien darüber, ja, und es gibt sehr verschiedene Meinungen, ja. Wie du vielleicht weißt, ich habe wirklich alles ziemlich alles recherchiert, was in den 300 letzten Jahren geschrieben wurde über das Geigenlernen, ja. Und das gehört zu diesen Themen, wo jeder ein bisschen eine andere Meinung hat. Aber eigentlich, die meisten, ja, so die große Mehrheit von den besten Geigenlehrern, die sagen grundsätzlich dasselbe, ja. Und zwar, dass der Daumen sollte ungefähr zwischen erste und Zeigefinger sein. Natürlich, der sollte, wenn du legst die Finger, ungefähr hier sein. Okay? Und alles, was sie sagen auch, das ist, dass man sollte nicht die Geige fest zwischen Zeigefinger und Daumen festhalten, sondern dass eher, dass die Geige sollte darüber liegen, okay? So, eigentlich die Idee, ja, das ist eher ein guter Weg anzufangen, das ist, sie so ein V vorzustellen, ja, mit dem Hand und dem Daumen, okay? Und dann, dass die Geige einfach darüber liegt. Jetzt schon mal so, und dann die Geige wird da liegen. Und natürlich, das bleibt ihr frei, ja, der kommt nicht hier, die Geige, der bleibt ihr. Aber das bleibt sehr locker. So, ich habe immer, es gibt das Prinzip der doppelte Kontakt übrigens, sehr wichtig, das ist der erste Punkt eigentlich. Doppelte Kontakt, es gibt immer Kontakt bis zum vierten Lage zwischen Daumen und dem Wurzel der Zeigefinger. Okay? Und das bleibt bis zum vierten Lage. Das ist das erste. Und dabei, das sollte wirklich frei bleiben. Deswegen ist das wichtig, ganz von vornherein, auch wenn man kein Lagen spielt, so zu machen, manchmal einfach zu fühlen, wie das alles frei bleibt, ja? Wie Daumen und Hand eine Einheit bilden und wie die frei bleiben, okay? So kannst du das machen. So, der zweite Punkt, das ist, wie du die Hand positioniert für die Finger. Der Fehler von den meisten, das ist, dass ihre Finger, die sind viel zu weit die ganze Zeit, wenn die spielen, okay? Und wenn man sehr langsam spielt, ja, oder wenn man schon sehr fortgeschritten ist und einfach Stücke spielt, das ist okay, du hast vielleicht schon manchmal sehr manche gute Geiger, wenn die spielen sehr langsam, die so machen, die Hand ist ein bisschen so, das ist okay. Aber wenn ein Geiger schnell spielt, ich kann dir garantieren, du kannst immer beobachten, wir sehen, dass die Finger bleiben sehr nah an der Seite. Die Frage ist, wie kommst du, sodass die Finger immer so bleiben? Und natürlich, du kannst einfach versuchen, die Hand so zu setzen, aber eigentlich, der einfachste Weg dafür, das ist, liege alle vier Finger auf zum Beispiel die D-Seite. Okay, auf zum Beispiel D, E, Fis, G, A, ja, ganz normal, oder egal welche Töne. Und dann wird die Finger 1 cm heben, okay? Ich zeige dir das von hinten, smart, so. Ich liege alle vier Finger und dann, hopp, okay? Und dann die ganze Zeit über die Finger so behalten, 1 cm über die Seite. So, und jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt, dass du in dieser Position bist, wenn du die Töne spielst, was ich sehe, das ist, dass du nur die Finger bewegst und nicht die Hand oder nicht den Arm. Okay, wie du siehst, ich bewege nur die Finger. Ich bewege nicht die Hand, ja, weil viele, was die machen so. Sowas, ja? Nein, ich muss eine einzelne Position für alle Finger finden. So, jetzt kommt die Frage, was mache ich, wenn ich einen Seitenwechsel habe? So, da sind auch die meisten einig. Und was man empfiehlt, das ist, mit dem Arm ein bisschen die Bewegung zu begleiten, ja? Sodass du auf die G-Seite eher da bist und auf die E-Seite da bist, okay? Aber man sollte das nicht übertreiben, ja? Nicht so und so, sondern das nur ganz bisschen, um ein bisschen zu helfen, okay? Und natürlich später, wenn man Akkorde lernt, Doppelseite und so weiter, man lernt auch verschiedene Handhaltungen zu nehmen, um die verschiedenen Akkorde zu spielen, okay? Weil kann man dann nicht den Ellbogen für jeden Ton ändern. Aber grundsätzlich, ja, zum Beispiel bei Tonleiter, man ändert das. Ich zeige dir so. Okay, ich bin da. Okay, ich passe ganz bisschen, damit ich immer dieselbe Haltung auf jede Seite behalten kann.
Und zu Beginn, wenn du dich fragst, okay, ich habe Schwierigkeit, aber der vierte Finger an der Seite zu bringen, wie mache ich das? So wichtig ist, das ist diese Bewegung hier mit dem ganzen Arm. Was viele falsch machen, das ist, dass stattdessen die machen sowas mit dem Handgelenk. Nein, den Handgelenk, das sollte ja geradeaus bleiben, das ist nur, dass man hier die komplette Arm, die Hand dreht, sodass die Finger nah an der Seite kommen. Und natürlich, der vierte Finger sollte rund bleiben die ganze Zeit und nicht gestreckt. Dann der nächste Punkt, das ist, du musst die Finger an der Seite lassen. Das ist extrem wichtig. So, hier ein Beispiel, das ist ein Tonleiter. Wenn du das machst, lass die Finger an die Seite. Okay? Wenn ich bei dem G bin, erste und zweite Finger sind noch an der Seite. Ich meine nicht. Okay? Das ist nicht gut. Ja, versuche immer die Finger an der Seite zu lassen, weil vielleicht brauchst du die direkt nachher und so, die sind schon da und brauchst sie nicht wieder zu finden und dadurch ist die Hand auch stabiler. Und das ist auch besonders wichtig bei Seitenwechsel, ja. Zum Beispiel hier, ich gehe von erster zu vierter Finger, ja. Das ist viel einfacher, wenn ich meinen ersten Finger dabei an der Seite liegen lasse. Als wenn ich den ersten Finger hebe und gleichzeitig den Finger setze. Das wird immer unsauber sein, ja. Das heißt, man sollte die Finger an der Seite liegen. Und übrigens, wenn du runterkommst, runterspielst, ja, die Finger sollten immer in Voraus schon an der Seite liegen. So, das zu, so zu spielen, das ist sehr uneffektiv, das ist sehr einfach, sehr unsicher. Kann man, aber es ist nicht so sicher, als wenn ich alle Finger an der Seite schon habe. Direkt, das ist viel klarer und viel schneller. Und wenn du noch ein bisschen weiter gehen wirst, ja, das ist auch was Zuckerborn sehr viel empfiehlt, ja, das ist natürlich bei Seitenwechsel die Finger schon im Voraus an der Seite zu liegen. Ja, das bedeutet, dass dann will ich bin bei G und dann ich will bei dem E auf die A-Seite spielen. Ich werde schon den Finger liegen, bevor ich das brauche. Okay? Oder in dem Fall von unserer Tonleiter hier, dass ich den vierten Finger schon hier an die Seite liege. Okay? Und normal, dass dieser Unterschied, das ist, was man nennt musikalische Timing und technische Timing. Musikalische Timing, das ist, wenn dem A gespielt sein soll. Ja, und technische Timing, das ist, wenn ich den Finger an der Seite liege. Okay? Und wie Zuckerborn sagt, eigentlich, das ist, es kann man nicht zu früh sein, okay? So, desto früher du die Finger vorbereitest, desto besser. So, und dann ein letzter Punkt, sehr wichtig, das ist die Artikulation von dem Finger. Bei vielen Anfängern, das ging ein bisschen so. Warum? Weil die den Finger zu langsam an der Seite bringen. Das ist sehr wichtig, die Finger stark nach unten zu artikulieren. Sodass die Seite direkt nach runter geht. Aber dabei, man sollte keinen Druck ausüben. Ja? Die Hand sollte locker sein. Das ist nur, dass man bewegt den Finger sehr schnell, dass der Finger mit viel Geschwindigkeit an der Seite kommt. Okay? Aber dann, der Druck ist minimal an der Seite. Und dasselbe, wenn man runterspielt, ja? Dass man die Finger hält. Ja? Da sollte man auch dasselbe wirklich die Finger nach oben artikulieren. Nach oben, nach unten. Okay? Und wenn du beide so sehr klar machst, dann du kannst sehr schnell spielen und das mit sehr hoher Klarheit. So, das war's alles für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dich dieses Video gefallen hat, du findest auch auf meiner Website gegentraum.com viele andere Artikel und Angebote, um die Gage zu meistern. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir dann sehr viel Spaß.